Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu meinen Top 7 The Legend of Zelda Games. Also, das ist meine eigene Meinung, die 7 Spiele, die ich euch heute vorstelle, sind meine Top 7 The Legend of Zelda Spiele und ich hoffe, ihr versteht das und deswegen möchte ich auch sagen, fangen wir sofort an mit Platz Nummer 7. Der, was euch sicher ein bisschen wundern wird, weil ich ja nicht gerade der Älteste bin. Platz 7. Auf Platz Nummer 7 ist The Legend of Zelda, A Link to the Past. Was für die SNES, also den Super Nintendo Entertainment System rauskam, ist das letzte richtige 2D-Zelda vor dem ganzen 3D-Hype. Bei den A Link to the Past finde ich super, wie das erste Mal das Master Sword eingeführt wurde. Wie du ganz Hyrule wieder bereist. Ist das erste The Legend of Zelda, was ich gespielt habe. Das war das erste Zelda, was ich gespielt habe. Ich finde es immer noch cool. Es ist immer noch ein tolles Zelda. Aber es sind halt mehrere Zeldas jetzt dazugekommen, die ein bisschen höher platziert sind. Deswegen ist es auch nur mein Platz 7. Aber es ist wenigstens in meiner Top-List drin. Ich spiele es hin und wieder einmal. Und ich finde es auch super. Das wird jetzt wahrscheinlich auch bald kommen. Es gibt ja einen direkten Nachfolger zu diesem Spiel. Das ist nämlich The Legend of Zelda A Link Between Worlds für den 3DS. Und das werde ich jetzt auch bald einmal spielen. Ja, also, A Link to the Past, Platz 7. Kommen wir gleich zum nächsten Platz, nämlich Platz 6. Platz Nummer 6. Ach ja, Platz Nummer 6 von mir ist The Legend of Zelda Skyward Sword. Das letzte Nintendo Wii Spiel, also kam es auch für die Nintendo Wii natürlich raus. Was dieses Spiel wirklich einmal wirklich super ist, das ist in der offiziellen The Legend of Zelda Timeline das erste Spiel und erzählt so die Anfangszeiten von Zelda. Man rettet Zelda, man wird zum Held der Zeit, Held des Schwindes ernannt und vieles mehr. Du hast vor dem Master Sword hast du das Schwert der Göttin. Das auch, es ist eigentlich das Master Sword, nur du musst das Master Sword so in der Art craften. Und da du das Master Sword ein bisschen länger brauchst zum Craften, also du musst einmal das Spiel ein bisschen länger spielen, hast du halt das Schwert der Göttin. Skyward Sword ist etwas Besonderes, nämlich Skyward Sword hat Bewegungssteuerung. Ich bin ein Fan der Bewegungssteuerung. Ich mag Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, wie auch The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich finde Bewegungssteuerung nicht so schlimm wie manche andere. Nur, in fast jedem Zelda gibt es eine Begleiterin oder einen Begleiter. In diesem Spiel ist es frei und das tut mir leid, aber viele sagen, denn Navi in Ocarina of Time ist schlimm. Ich finde, Fi ist tausendmal schlimmer als Navi in Ocarina of Time. Ja, also Skyward Sword, was auch so ist, es ist wieder ein bisschen ein helleres Zelda. Also es ist so in den Art von den neuesten Ableger Breath of the Wild und nicht zu düster und in diesem dunklen Stil wie Twilight Princess war. Ja, ich hoffe für Skyward Sword, dass es ein HD-Remake rauskommt, weil dieses Spiel hat ein HD-Remake auf der Nintendo Switch verdient. Auch wenn Fi immer so böse ist oder so blöd ist als Begleiterin, ist es egal. Man kann es normal schaffen. Wie auch jetzt in der Szene zum Beispiel, jetzt sieht man das Master Sword. Link steckt es sofort wieder zurück. Zack. Und es ist so Art Zeitportal geöffnet oder so. Egal. Also, Skyward Sword auf meinem Platz 6. Als nächstes kommt Platz 5. Doch, ihr könnt den Trailer fertig schauen.
Platz 5. So, wir kommen jetzt zu meinen Top 5. Platz Nummer 5 belegt The Legend of Zelda: The Wind Waker. The Legend of Zelda: The Wind Waker kam für den GameCube raus und dann als HD Remake auf der Wii U. Das ist der Nintendo Wii U Trailer von The Wind Waker. In Wind Waker ist Hyrule von Wasser überflutet und man muss mit dem Dragon Boat, also das Drachenboot, die Welt erkunden, Zelda retten und das gleiche wie immer. Ich finde für The Wind Waker dieser Cel-Shading-Look mega super. Also viele haben bei der Präsentation von The Wind Waker haben sie ja gesagt, es passt überhaupt nicht, das ist kein Zelda, das ist Zelda, eine Verarsche. Aber ich finde, dieser Style ist okay. Er wurde auch in den DS-Teilen weitergeführt, also Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Finde ich super. Also passt perfekt zur Story. Und ja, das ist mein Platz Nummer 5. The Legend of Zelda: The Wind Waker. Hat super Soundtracks wie Dragon Roost Island und natürlich auch die Bootsfahrt und natürlich das Opening-Theme. Ja. Ich lasse euch den Trailer fertig schauen, dann kommen wir zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4. Platz 4 ist The Legend of Zelda: Twilight Princess. Ja, Twilight Princess ist eins der düstersten Zeldas. Auch eigentlich das düsterste, doch ein Zelda-Teil ist ungewollt noch düsterer. Ja, kam für den GameCube und der Nintendo Wii raus. Man hatte Midna als Begleiterin. Und das Coole an dem Ganzen ist, dass wenn ihr jetzt sehen, es gibt Licht und Schatten und in der Schattenwelt ist Link ein Wolf. Und in der Lichtwelt ist es halt wieder Link. Es gibt einen Fakt. Auf der GameCube ist Twilight Princess die Originalfassung, wo Link Linkshänder ist. Und auf der Wii ist das Ganze gespiegelt, da ja mehr als die Hälfte, na mehr als die 45% der Bevölkerung ja Rechtshändler ist, oder mehr als die, na, sogar mehr als 3/4 der Weltbevölkerung Rechtshändler ist, hat man das ganze Spiel gespiegelt. Und seit diesem Spiel ist Link Rechtshändler. Wie auch in Skyward Sword und im neuen Teil Breath of the Wild. Nur beim Wii U HD Remake, das was jetzt auch der Trailer läuft, ist nämlich so: spielst du den normalen Modus, spielst du die GameCube-Version. Spielst du den Master-Modus, spielst du aber die Nintendo Wii-Version. Ja. Mehr habe ich eigentlich nicht zu diesem Spiel zu sagen. Es ist einer der besseren Zelda wieder. Ich finde es auch cool, dass das in der Erwachsenen Link Timeline, nein, der jungen T Link Timeline ist dieses Spiel. Also, wenn ihr einmal ein Timeline-Video wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann kann ich euch erklären, was es mit der Timeline auf sich hat. Also, hier wird die Geschichte von Ocarina of Time als junger Link weitererzählt. Ja, also Twilight Princess auf der 4. Schaut euch den Trailer weiter an. Und dann kommen wir zu Platz Nummer 3.
Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 ist das düsterste Zelda, ungewollt. Nämlich The Legend of Zelda Majora's Mask. In Majora's Mask spielst du nicht in Hyrule, sondern in Termina, so eine Art Kopiewelt, hat einen 3-Tages-Zyklus und muss aufpassen, dass der Mond vom Himmel nicht runterfällt. In diesem Spiel muss man sehr viele Masken sammeln, um den Endgegner Majora's Mask zu besiegen. Ist nicht gerade ein leichtes Zelda, da ja du dich an diesen 3-Tages-Zyklus halten musst, aber eine wirklich super Idee. Auf dem N64 kam es zum ersten Mal raus, ein 3D-Remake für den 3DS gab es und sei gegrüßt, lieber Gasbook. Gasbook sein Lieblings-Zelda. Also es konnte kein einziges Zelda vor diesem Spiel geben für ihn. Sein Grund ist nämlich, es hat super Sidequests, was ich ihm zustimme. Das mit den Masken haben sie super gemacht und er mag den 3-Tages-Zyklus. Ich finde, er hat recht, nur dass halt ein paar Sachen wirklich sehr gruselig sind, zum Beispiel die Ronan im Eis und die Dekus fangen an offen und so. Aber egal. Fun Fact, Tingle, der was im Wind Waker auch ist, hat den ersten Auftritt hier in Majora's Mask. Und dieser Maskenhändler ist sehr creepy für mich. Aber egal. Ja, The Legend of Zelda Majora's Mask auf der 3 von mir. Und damit möchte ich dann sagen, switchen wir gleich zu Platz Nummer 2. Meinen All-Time-Favorite bis Platz 1 gekommen ist. Platz Nummer 2. Also, jetzt kommen wir zu meinem alten All-Time-Favorite, nämlich zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das, was das erste 3D-Zelda war auf der N64, war mein All-Time-Favorite früher. Nur ein Zelda hat es geschafft, drüber zu kommen. Kam als 3D-Remake auf den 3DS und hat super Songs dabei, wie zum Beispiel den Song of Storms. Gerudo Valley, auch ein super Soundtrack von Ocarina of Time. Und auch noch natürlich The Lost Woods. Ja, also es ist mein All-Time-Favorite. Ich habe jetzt auch zweimal diesen Trailer reinhauen müssen, weil er jetzt ja nicht so lang ist. Aber trotzdem. Also, The Legend of Zelda Ocarina of Time war mein All-Time-Favorite, aber ein Spiel hat es halt geschafft, über es zu kommen. Also, ja, Zelda und Link als zu klein auf groß sehen, Ganondorf das erste Mal bekämpfen, Impa das erste Mal sehen, Kakariko besuchen und auch noch vieles mehr. Also, Ocarina of Time, super Dungeons, super Spiel, empfehle ich sehr weiter, aber wenn... Dann spielt die 3DS-Version oder holt euch die Virtual Console für die Wii U, da es für die Nintendo Switch noch nicht gibt. Also ich lasse euch jetzt den zweiten Trailer fertig auslaufen und ja, dann kommen wir gleich zu Platz Nummer 1.
Platz 1. So, und jetzt kommen wir natürlich zu Platz Nummer 1. Der neueste Ableger der Legend of Zelda-Reihe, nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Eins der größten Spiele von Nintendo für die Nintendo Switch und auch für die Nintendo Wii U. Man kann mit Breath of the Wild ganz Hyrule nicht nach der Story, sondern frei erkunden. Man hat keine Dungeons mehr, was mir eigentlich sehr egal war, weil ich diese Schreine super fand. Man hat so Art vier Hauptdungeons, nämlich die Titanen von Vamedo, Varudania, Varuto und Vanaboris, die gesteuert werden von Mipha, Revali, Daruk und Obosa. Man muss Zelda von der Verheerung Ganon im Schloss helfen und sie retten. Man kann Link einmal anders anziehen. Man konnte das schon in Ocarina of Time. Aber hier in Breath of the Wild ist es halt noch größer. Und da es ja fast so Art Best of von allen The Legend of Zelda ist, kann man auch, wenn man Amiibos hat, alle The Legend of Zelda Outfits irgendwie bekommen. Ja, man kann Epona bekommen, man kann mit, wenn man das DLC hat, ein Motorrad herumfahren. Und ja, natürlich auch, so wie in Ocarina of Time, man kann die Zoras besuchen, man kann die Goronen besuchen, man kann die Hylianer natürlich überall treffen und natürlich auch die Gerudos in der Gerudo-Wüste. Ja, also Breath of the Wild, eins der eher technischeren Zelda mit diesem Sheikah-Stein, mit dem Link hier jetzt auch gerade verschiedene Module wie das Magnetmodul und das Eismodul hatte. Man kann und es hat auch einen Grund, warum nicht Breath of the Wild Zelda in Super Smash Bros. Ultimate eingeschafft hat. Sakurai sagte, in diesem Zelda ist sie einfach zu erfinderisch, so keine Prinzessin so mehr richtig, sondern eine Forscherin. Und das hat Sakurai halt nicht wollen, deswegen hat er auch natürlich die Zelda von A Link Between Worlds genommen. Ja, also The Legend of Zelda, Breath of the Wild, mein Lieblings-Zelda. Und ja, ich lasse euch den Trailer ausklingen und wir sehen uns dann bei der Abmod. So, das war's mit dem Video. Das waren meine Top 7 der Legend of Zelda Spiele. Es ist meine Meinung. Ihr könnt eine andere haben, vielleicht. Oh nein, Ocarina of Time ist vor Breath of the Wild oder Majora's Mask ist vor Ocarina of Time. Das ist meine eigene Meinung. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einmal meine Meinung zu Nintendo und The Legend of Zelda zeigen. Wenn ihr noch einmal sowas mit Super Mario sehen möchtet, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dann sage ich mal tschö mit euch, ciao mit V. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Servus.